Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, Agent Dinger Start, nachdem ich letztes Mal gezeigt habe, wie übertrieben geil ich hacken kann. Versuchen wir es, die alte Miranda zu finden. Und dann finden wir uns ziemlich pinziös und geil. Los, hier entlang! Wir sind fast bei Miranda, aber sie waren doch... tot? Was zum Teufel machen Sie da? Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Sie hätten ihn am Leben lassen sollen, um rauszufinden, was er wusste. Zu riskant. Es hat mich zu viel Zeit und Mühe gekostet, sie ins Leben zurückzubringen. Ich kann nicht zulassen, dass sie jetzt schon wieder jemand tötet. Glauben Sie wirklich, Wilson wäre zu so etwas fähig? Jetzt nicht mehr. Ich hatte immer das Gefühl, Wilson würde nur auf eine Gelegenheit warten, mir in den Rücken zu schießen. Gute Instinkte. Manche Leute sind einfach zu vertrauensselig und merken es erst, wenn es zu spät ist. Kommen Sie, schnappen wir uns das Shuttle und dann nichts wie weg von hier. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um ihn auf unsere Seite zu ziehen. Das ist korrekt. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten, Commander? Gehen wir. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar zwei Leben. Gehen wir. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Kommen Sie schon, Miranda. Noch mehr Tests? Shepard hat die Max ohne Probleme erledigt. Das muss doch reichen. Der Angriff war vor 2 Jahren. Der Unbekannte muss wissen, dass Shepards Persönlichkeit und Gedächtnis intakt sind. Deshalb die Fragen. Das ist Zeitverschwendung. Ich fühle mich so gut wie immer. Je früher wir damit anfangen, desto schneller sind wir fertig. Okay, los geht's. Beginnen wir mit der persönlichen Vergangenheit. Okay. Den Unterlagen zufolge sind Sie auf der Erde aufgewachsen. In schlechtem Milieu, ohne Eltern. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und Einheiten in schweren Kämpfen geführt, vor allem auf Torfan. Erinnern Sie sich an Konflikte mit patarianischen Sklavenhändlern? Die Mistkerle hatten sich in einem befestigten Bunker verschanzt. Ich habe viele gute Soldaten in den Tod geschickt, aber es ging nicht anders. Sie haben die Aufgabe erledigt. Nur das zählt. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo Sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied Ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Leutnant Kaidan Alenko ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben Sie ihn zurückgelassen? Das Kommando zu haben, heißt manchmal, Befehle in dem Wissen zu erteilen, dass eigene Leute dabei sterben werden. Das darf aber keinen Einfluss auf die Entscheidung haben. Kaidan hat sein Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne ihn hätte ich Saren nicht aufhalten können. Er starb als Held. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Okay. Wollen wir mit Jacob reden? Abtrünnige Handlung. Plus 6. Dann kann ich auch das zugreifen. Mir zurzeit nicht. Wollen wir mit ihm kurz reden? Komm, wir reden. Komm, wir quatschen. Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Okay, dann halt deine Fresse, wenn du so unfreundlich bist zu deinem König. Ausrüstung modifizieren. Lol. Really?
Was kann ich mir das jetzt anziehen oder was? So, das neue Dragon Age. Really? Das sieht badass aus. Nein, das nicht. Da kann man sich so extra so einen Panzer holen oder was? Das sieht cool aus. Cool aus. Material. Okay. Das kann richtig pretty aussehen. Ja, Black sieht schon cool aus. Black mit Blau. Muster. Okay. Wenn wir so rumlaufen in der Hut. Okay, das allererste sieht am coolsten aus. Okay. Wow. Wow. Chatbot. Wow. Okay. Wild sehen wir aus, muss ich sagen. Sehr wild. Commander Shepard. Der Unbekannte. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen. Sie mögen der Grund sein, warum ich noch lebe, aber das heißt nicht, dass ich Ihnen traue. Sie müssen Ihre persönlichen Gefühle vergessen. Die Menschheit steht der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz gegenüber. Die Reaper. Schön, dass Ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Sie müssen sich das Recht auf solche Fragen erst verdienen. Cerberus ist nicht so böse, wie Sie glauben. Sie und ich, wir stehen auf derselben Seite. Der Blut ist ganz schön viel. Unterscheiden sich. Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Nichts, was Sie sagen, wird mich davon überzeugen, Ihnen zu trauen. Dafür braucht es mehr als nur Worte. Ich wäre enttäuscht, wenn ich Sie so leicht überreden könnte. Machen Sie sich selbst ein Bild. Es steht ein Shuttle bereit, um Sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden Sie briefen. Miranda hat Wilson kaltblütig getötet. Jacob ist nicht mehr als ein Söldner. Und denen soll ich vertrauen? Wilson war einer meiner besten Agenten. Aber er war ein Verräter. Miranda hat genau das getan, was ich von ihr erwartet habe. Und sie hat ihr Leben mehr als einmal gerettet. Jacob ist Soldat. Einer der Besten. Er hat mir nie völlig vertraut. Aber er hat das auch immer offen zugegeben. Sie werden gut mit ihnen klarkommen. Bis auf Weiteres. Ich beschaffe, was Sie suchen und komme sofort wieder zurück. Freut mich, das zu hören. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Oh, wir können skillen. Grüppchen. Okay. Wir sind natürlich so unvorbildlich wie möglich.
verstehe nicht ganz. Kann ich das jetzt auch erwerben? Oder brauche ich dafür 2 Punkte? Wo brauche ich denn 2 Punkte? Ah, das kann ich lernen und dann kriege ich 1 Punkt dafür. Und dann muss ich 1 Punkt rein investieren. Okay. Da kann ich das nicht skillen. Okay. Gut. Codex, Tagebuch, spuck ich drauf. Wo muss ich jetzt hin? 1000 Erfahrung. Nice. Tun Sie nach Hinweisen, ich verschwunden Kommunisten. Ja, wo ist diese. Wo ist das Ding da? Wo ich muss hier wieder so neu zurechtfinden. Okay, jetzt können wir da durch. Ah, wir haben die Mission geschafft. Und es wurde nochmal kurz zusammengefasst. Just like that. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Ich dachte, mein Spiel ist abgekackt. Oh, Gott sei Dank. Okay. Alrighty. Plasma-Schrotflinte oder der, die haben die und ich habe hier, ich kann hier aussehen. Pistole, Schrotflinte, Sturmgewehr, Sniper, Rocket Launcher. Wir sind Sniper. Das ist immer noch so. Oh, oh, oh! Hält ihr das etwa gerade? No chance. Holy shit, er hält das Snipergewehr gerade. Krasse Scheiße. So, wir gehen aber standardmäßig mit der Pistole erstmal vor. Soll denn hier am Anfang schon Großartiges kommen? Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Tja, Geisterstadt halt. Okay. Verstanden! Warte, was heißt denn? E heißt hinlaufen. Unterwegs! Ist das cool? Unterwegs! Wo ist der andere, oder was? Genau da. Natürlich! Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Berge, Ersatzteil. Kinderspiel! Credits. Alles klar! Kann ich die auch zwingen, die Tür aufzumachen? Schon unterwegs! Nein. System für Spezialmissionen. Haben Sie das gehört? Klingt nach Fenrismax. Seltsam. Bei den anderen Kolonien waren die Sicherheitssysteme deaktiviert. Ach, erschießen Sie sie, bevor sie ihre Schilde ausschalten.
Vor uns! Einer weniger! Okay, ich bin gerade sehr verwirrt hier gerade. Aber Kommando ist gut. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Mann, wir sind hier nicht allein. Wir sind hier nicht allein. Okay, Bitch, ist egal, wir waren das schon. Erstmal hier. Babs Medigel. Und wir knacken wieder einen Safe. Bisschen Konzentration hier. Ha? Ah, ich war zu langsam. Okay, was gibt's hier? 2000 Credits. Ich hoffe, ich kann jetzt mal in Mass Effect 2 auch diese Credits mal usen. Beim letzten Game, ich glaube, ich habe... Wir wurden entdeckt! Das Einzige, was ich gekauft habe, war... Ich glaube, dass ich mehr Medikits tragen kann. Das war's für dich! Hm, das war... Energieversorgere Unterstützung. Sorry, ich hab den geschossen. Na egal. Up, bitches. Keine Bewegung. Get on the fucking ground. Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Get on the fucking ground, son. Moment mal. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter. Shepard? Die kenne ich. Ist das... Sie leben? Tali Zora, Sie haben auf meinem Schiff gedient. Sie wissen, was ich mit Leuten mache, die mich bedrohen. Haza, sagen Sie Ihrem Team, es soll die Waffen wegstecken. Verdammt, Tali, das ist doch Unsinn. Warum sollte Ihr früherer Commander für Cerberus arbeiten? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Aber wenn das Shepard ist... Ich weiß es nicht. Shepard hätte einen Grund. Cerberus hat mich wiederhergestellt, aber ich unterstehe nicht Ihren Befehlen. Über Details können wir reden, sobald ich weiß, warum Sie hier sind. Einer der unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen. Ist das nicht seltsam? Ein Quarianer, der eine abgelegene Kolonie der Menschen besucht? Quarianer können sich das Ziel ihrer Pilgerreise aussuchen. Vitor wollte in einer kleinen Ansiedlung behilflich sein. Große Ansammlungen von Leuten haben ihn immer nervös gemacht. Sie will damit sagen, dass er instabil ist. Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mech so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Sie sollten zu Ihrem Schiff zurückgehen, Tali. Wir sagen Ihnen Bescheid, wenn wir Vitor gefunden haben. Vergessen Sie es. Ich lasse nicht zu, dass Cerberus einfach alles an sich reißt. Ich auch nicht, Prasa. Ich will nicht gegen Sie kämpfen, Shepard, aber ich kann die Sache nicht einfach Cerberus übergeben. Alter. Außerdem müssen wir zusammenarbeiten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außen rum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Sie wollen, dass wir die Drecksarbeit machen, während Sie hinschleichen und sich Vitor schnappen? Wohl kaum. Wir sind für einen Frontalangriff besser ausgerüstet als Sie, Commander. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, kommen wir nicht an den Mechs vorbei. Wir ziehen uns zurück. Wenn Sie antworten wollen, gehen Sie zu dem Lagerhaus. Bitches. Die Quarianer sind ein unerwarteter Parameter. Sie können uns helfen, aber ich hätte sie gern dabei im Auge behalten. Ich wette, ja. Sie sagen gerade genau das... Vorsicht, Shepard. Vor Ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Danke für die Warnung. Wir kümmern uns um Sie. Waren das Sicherheitsdrohnen? Scheiß drauf. Die sehen Sie, Shepard. So. Da. Los geht's. What the fuck? Von Rome? Ach, der ist explodiert, deswegen. Ja, wir sind richtige Safe-Knacker.
ass geknackt, like a boss, bitches. Wieder 2000 Dollys. Geh zur Seite. Open the gates of hell, bitches. Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Was? Belastung? Geht das? Überlastung? Belastung? Erwischt! Leute, ja, schön! Ist mir auch weg. So. Shepard, Rasa und seine Leute sind vorgeprescht. Ich sagte ihnen, sie sollen warten, aber sie haben nicht auf mich gehört. Sie wollen Vitor finden und wegbringen, bevor sie eintreffen. Wir hätten mit sowas rechnen sollen. Los, wir können sie immer noch einholen. Gut, dann in der nächsten Folge versuchen wir die Pisse einzuholen und den gastigen Vito abzugreifen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal.